Hallo meine Lieben, ich habe hier ein Paket auf meinem Schoß, denn ich habe ein Tauschpaket gemacht und zwar mit der Gamse vom Kanal Mrs. Fashion and Creative und ich bin super gespannt, was drin ist und ich werde es jetzt mit euch öffnen und schaut unbedingt auch mal in der Infobox, da habe ich das Video verlinkt, wo sie mein Päckchen auspacken, da habe ich richtig, richtig coole Sachen reingepackt, viele meiner Lieblingsartikel, also schaut da auf jeden Fall auch noch vorbei und jetzt geht's los! Oh, wie schön. Sie hat mir einen Brief geschrieben. Und es ist alles mega, mega schön verpackt. Ich werde mir erst einmal den Brief jetzt durchlesen. Huhu, liebe Lena. Das ist dann also mein Tauschpäckchen für dich. Ich hoffe, ich habe zumindest bei einem der Produkte deinen Geschmack getroffen. Es hat mir viel Freude bereitet, dir das Ganze rauszusuchen. Mir übrigens auch. Ich fand das ultra cool, einfach mal für jemand anderen einkaufen zu gehen. Es sind auch ein paar Lieblinge von mir dabei. Bei mir auch. Viel Spaß mit den Sachen. PS. Leider ging mein schönes Geschenkpapier leer. Da musste das Papier von meinem Sohn her. Das ist dann wahrscheinlich dieses hier. Wenn du Lust hast, können wir uns ja mal zum Videodrehen treffen oder auch einfach so. Ja, gerne. Also wir sind ja auf jeden Fall noch in Kontakt und hätte ich Bock drauf. Auf jeden Fall, ja. Okay, dann packe ich jetzt mal aus. Oh, sie hat hier auch noch Sachen draufgeschrieben. Das habe ich auch gemacht. Aber ja, voll cool. Meine absoluten Lieblinge. Favorit, Favorit, Favorit. Herzchen. Na, dann packe ich das hier mal aus. Ach, Wattepads. Die gehen immer, ne? Ich benutze jeden Abend Wattepads. Sehr, sehr cool. Downersoft. Kenne ich jetzt gar nicht. Ich gehe ja immer im DM einkaufen. Da gibt es sie auf jeden Fall nicht. Ich habe immer die von Ebelin. Dann werde ich die hier auf jeden Fall auch mal probieren. Helfer in der Not. Da bin ich mal sehr gespannt. Hey, das ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen heute, ne? Ah, cool. Sowas habe ich sogar gar nicht. Sowas wollte ich mir eigentlich mal kaufen. War ich aber irgendwie immer zu faul zu. Und zwar sind das Lackierhilfen. Das sind diese von Ebelin. So einzelne kleine. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, weil immer, wenn ich mir die Zehennägel lackiere, gehe ich immer so mit den kleinen Zehen auf den großen Zehen und dann ist alles verschmiert. Und ja, finde ich cool. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Dankeschön. Ich wette, sie werden mir mega stehen. Das hört sich jetzt auf jeden Fall mal an, als wäre da Schmuck drin. Schauen wir mal rein. Das hier ist übrigens auch ein sehr schönes Geschenkpapier. Ich habe übrigens auch was für deinen Sohn rein. Die sind cool. Die sind von Ebelin Trend. Ja, die kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Ich trage zwar meistens Stecker, aber ich mach mal so einen ab jetzt. Zwischendurch doch so zum Weggehen oder so, auf jeden Fall. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Ich bin da immer so ein bisschen langweilig, was Ohrstecker betrifft. Aber ich nehme mir immer vor, ich variiere und im Endeffekt gehe ich doch wieder zu den Basics quasi. Aber die sind ganz schön und schlicht und die kann man auf jeden Fall super kombinieren. Gefällt mir. So, dann machen wir mal das nächste. Finde ich persönlich total praktisch. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Ah, eine Hochglanzpolierfeile. Okay. Okay, habe ich schon mal im Laden gesehen. Da macht man wahrscheinlich dann so drüber und dann glänzen die Nägel richtig schön. Schöne Farbe übrigens. Ja, cool. Werde ich mal ausprobieren. Dein Gesicht wird es dir danken. Ich wette hundertprozentig, dass da eine Gesichtsmaske drin ist. Fühlt sich auch schon so an. Schauen wir mal rein. Ja, habe ich gewusst. Und zwar ist die von Müller. Sensitivmaske für trockene und sensible Haut. Das ist super, denn ich habe trockene und sensible Haut. Perfekt gewählt. Dankeschön. Beauty abends. Ja, muss zwischendurch auch mal sein, ne? Total gehypt. Das fühlt sich so ein bisschen rund an. Ich nehme mal an, da ist so eine Lip Butter drin. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, die ist ja so ein bisschen gehypt, ne? Ja, 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 ja. Und sowas habe ich noch nicht. Ich habe mir wirklich noch keine Lip Butter gekauft, ne? Und zwar ist die von Labello Lip Butter Original. Cool, weil ich habe ständig, ich brauche ständig irgendwas auf den Lippen, ob das jetzt Kaufmanns Kindercreme ist oder Labello oder von Balea, so ein Stift. Immer. Habe ich auch immer in der Handtasche. Und das hier landet 100 Pro auch in einer meiner Handtaschen, damit ich immer was unterwegs dabei habe. Dankeschön. So eine tolle Farbe. Ich schätze einfach mal, da ist ein Nagellack drin, oder?
Ja, aber das fühlt sich voll komisch irgendwie an. Aber machen wir es einfach mal auf. Wie geil ist das denn bitte? Ey, das habe ich noch nie gesehen, ne? Das ist wie so ein Eis. Wo gibt's denn sowas? Das ist, also das finde ich jetzt echt geil. Und die Farbe ist auch schön, hast du recht. Hä, wie cool. Das ist auf jeden Fall mal was anderes. So, was steht hier drauf? Das neue Design ist so schön. Ja gut, da wird irgendein Stift drin sein. Die Frage ist, was für ein Stift? Oh, der ist echt schön. Das ist ein Pinsel von Essence. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Ein Lidschattenpinsel. Und der ist hier oben so ganz leicht angeschrägt. Ich kann mir den super, super gut vorstellen, so für die Lidfalte. Sowas kann ich auf jeden Fall immer brauchen. Pinsel kann man eh immer brauchen. Ich bin so ein bisschen faul im Pinselreinigen und dann nehme ich einfach immer einen frischen, wenn ich noch irgendwo einen rumliegen habe. Und jetzt habe ich einen mehr. Yay! Und echt schön, auch mit dem Blümchen hier oben. Gefällt mir gut. So, für die Nagelpflege. Schauen. Die habe ich mir selbst letztens gekauft. Aber die finde ich echt ganz gut. Also die benutze ich auch wirklich. Und zwar sind das so Maniküre-Stäbchen. Und damit kann man halt so die Nagelhaut so ein bisschen zurückschieben. Und oben sind so kleine Feilenanteile quasi drin. Und ja, also die benutze ich sowieso schon. Und ja, kann ich auf jeden Fall brauchen. Ich liebe ihn. Okay. Ich glaube, da ist ein Blush drin. Von Essence. Silky Touch Blush in der Farbe 30 Secret It Girl. Ich swatch euch den mal, aber das ist echt eine schöne Farbe. Oh, und gut pigmentiert, auf jeden Fall. Ja, das ist so ein peachy Orange, so ein bisschen, würde ich sagen. Und da sind noch so ganz kleine goldene Schimmerpartikel drin. Den kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen. Ich habe zwar als Blush meistens eher so ein bisschen rosa Töne, aber das ist mal was anderes. Gerade so für den Herbst jetzt. Oh Mann, du hast mir so coole Sachen hier rein. Aber ich habe dir auch coole Sachen rein. Das ist irgendwas Weiches. Ah, da steht noch was drauf. Das riecht so gut. Okay. Was Weiches das riecht? Was Weiches das riecht? Hä? Ah! Okay, da sind Reinigungstücher drin. Und das ist eine Limited Edition. Und die nennt sich Summer Garden. Für jeden Hauttyp. Ja, da muss ich jetzt auch mal riechen, wenn es so gut riecht, ne? Machen wir mal auf. Ich direkt nachher was zum Abschminken. Oh, das riecht echt gut. Voll fruchtig und so. Oh, geil. Riecht echt gut, wirklich. Sonst riecht Make-up-Entferner ja immer so nicht so, ne? Aber das riecht wirklich gut. Gucken wir mal das nächste. Total angenehm. BB. Ja, da ist wohl was von BB drin. Schauen wir mal rein. BB Young Care Soft Shower Cream für trockene Haut. Ey, hast du jedes meiner Videos angeguckt, um zu gucken, dass ich trockene Haut habe? Finde ich cool, weil ich hab so trockene Haut. Das ist unnormal. Muss ich mal riechen. Ich muss jetzt mal gestehen, ich hatte, glaube ich, noch nie ein Duschgel von BB. Keine Ahnung, ich nehme immer von Balea und so. Ja, also hat jetzt keinen besonderen Geruch. Riecht relativ neutral. Aber finde ich gut, dass es für trockene Haut ist und es ist auch eine Cremedusche. Werde ich mal schauen, wie so mein Hautgefühl dann danach ist. Bin ich mal gespannt. Nächste Dusche hier mit BB. Ich habe es mir auch gekauft. Okay, da ist wieder irgendwas Flüssiges drin. Beruhigendes Gesichtswasser mit Rosenwasser. Cool. Von AOK. Ich benutze gerade ein anderes Gesichtswasser. Ich zeige das euch mal, weil damit bin ich auch super, super zufrieden. Und zwar ist das dieses hier von Rosens. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Aber, also das ist nämlich pures Rosenwasser. Und das hier klingt aber echt ganz cool. Das war übrigens eins, das ich zum Verlosen mal geholt habe. Für sensible Haut. Du bist ein Schatzgamse, wirklich. Cool. Und ohne Parabene, ohne Silikone, ohne Parfum. Da bin ich jetzt gerade wirklich happy. Ich glaube, das ist jetzt gerade eines meiner Favoriten in dem Päckchen.
wobei da schon echt coole Sachen dabei waren. Ein Muss fürs Augen-Make-up. Ich schätze mal auf eine Mascara, aber... Ist das eine Mascara? Ah nein, es ist keine Mascara. Essence I Love Stage Eyeshadow Base. Die habe ich noch nicht zu Hause. Ich benutze gerade eine andere, aber... Die werde ich auf jeden Fall mal probieren. Mal gucken, wie die sich schlägt. Aber lässt sich auf jeden Fall schon mal sehr leicht verteilen. Schöne Textur und riecht neutral. Das ist gut. So, das nächste. Der Winter kann kommen. Essence 24 Stunden Hand Protection Balm. Cherry und Coconut. Okay, das müsste dann eigentlich auch recht intensiv riechen. Ja, riecht eigentlich ganz gut. Sowas passiert mir irgendwie immer nur in Videos, ne? Oh, wenn man das eincremt, ich habe das Gefühl, dann kommt der Duft nochmal so richtig raus. Das riecht gerade... Es gibt so Bonbons, die genauso riechen. Die riechen voll nach Kirsche gerade. Aber ich weiß nicht, welche Bonbons es sind. Aber riecht gut. Riecht auf jeden Fall gut. Mega erfrischend steht drauf. Ich glaube, das habe ich auch. Das habe ich verlost. Balea Body Lotion, große Gefühle. Mit dem Duft von Zitrone und Vanilleblüten. Das riecht wie Solero-Eis. Ja, finde ich cool. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Dann, was haben wir hier noch? Ich benutze ihn sehr gerne. Okay. Ah, eine Mascara. Die kenne ich. Die ist... Also ich habe sie noch nicht benutzt. Ich kenne sie so aus dem Regal, weil ich das Design irgendwie voll cool finde. Von Essence Lash Princess Volume Mascara. Cool, also das Design gefällt mir echt gut. Da bin ich schon länger ein bisschen so drumherum geschlichen. Bietet viel Stauraum. Es ist irgendwas Weiches. Vielleicht so ein Jutebeutel oder so? Ich weiß es nicht. Oh, wie schön. Cool. So eine Make-up-Tasche. Endlich mal eine große Make-up-Tasche. Und zwar steht da Kiss Me drauf und auf der anderen Seite ist so ein Herz. Die finde ich jetzt mal echt cool. Da kann ich direkt mal alle Sachen reinmachen. Ich muss immer, ich habe so eine Make-up-Tasche ungefähr. So. Und ich muss da so quetschen, wenn ich irgendwie übers Wochenende irgendwo hinfahre. Und es ist wirklich nur Make-up drin. Also da ist weder mein Shampoo noch mein Kontaktlinsenmittel oder sonst was drin. Und hier passt es endlich mal einfach rein, ohne dass ich quetschen muss. Sehr, sehr, sehr cool. Wirklich. Da waren jetzt richtig, richtig schöne Sachen drin. Ich hoffe auf jeden Fall, Gamse, dass dir meine Sachen auch gefallen. Und meine lieben Zuschauer, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schaut hier unten in der Infobox vorbei, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Ich habe Facebook, ich habe Instagram und ich habe Twitter. Ich versuche auch immer zurückzuschreiben. Alle Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!